Ich verkaufe Geräte aus meinem Laden. Also greift zu. eBay Kleinanzeigen freut sich. Ich bin gerade hier im Laden und ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, was da zu holen ist. Ich bin ja der Onkel Kramer, Automatenaufsteller. Es gibt auch den Handel im Automatenland, wo ich da halt mitmache. Und der Laden hier in Sedelsberg, ist ja so eine Art Arcadehalle, kann man sagen, mittlerweile geworden, beinhaltet natürlich einige Geräte. Und was natürlich wichtig ist, genauso wie das Sortiment im Laden, so sollte man zwischendurch auch bei den Geräten ein bisschen für Abwechslung sorgen. Man muss ja natürlich ganz klar sagen, dass wir hier im Saterland natürlich Leute haben, die immer wieder kommen und die das natürlich mögen mit der Abwechslung. Und so kommt einiges neu, einiges geht. Und so ist es auf jeden Fall regelmäßig. Ich komme mal dazu, was geht und was auf Kleinanzeigen gerade drin ist. Und zwar dieser wunderschöne Flipper. Ich habe ja den hier neu, Guardians of the Galaxy. Und da soll auch ein zweiter Flipper für hinkommen. Ist immer schön, wenn zwei nebeneinander stehen, weil dann können auch zwei Personen, die zusammen herkommen, Pärchen sind es meistens, nebeneinander flippern, zwischendurch mal tauschen. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Und dementsprechend kommt der eine Flipper weg. Der wird, ich glaube, der teuerste war 7.000 letztlich, ich bin dafür 2,8. Ich meine, 7.000 ist ein Fantasiepreis. Könnt ihr gerne mal selber reinschreiben. Vor 10 Jahren haben die noch 400 € gekostet. Und, aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Es ist differenzbesteuert, also ist aber eine Rechnung, wird ausgestellt, aber keine Mehrwertsteuer ausweisbar. Da Kauf von privat. Und das hier ist dann nochmal das zweite Gerät, was weggeht. Das ist der Drop and Win. Hier ist es so, dass wir Kapseln gewinnen können. Ich habe auch noch ein paar mehr Kapseln, die auf jeden Fall für ein halbes Jahr reichen. Hier kommen oben die Kapseln rein. Dann kann man hier den Auslöser drücken und wenn das Ding genau hier drüber stehen bleibt und der Ball da reinfällt, dann kann der Kunde den Ball entnehmen. Jedes Spiel kostet 1 €, akzeptiert wird 50 Cent, zweimal 50 Cent, einmal 1 € oder 2 €, um damit zu spielen. Man kann auch noch einiges einstellen, Geschwindigkeit, Schwierigkeitsgrad und so weiter. Das Gerät funktioniert. Man könnte hier vielleicht oben mal die eine LED austauschen oder beide, sind ein bisschen schwach, ist aber nicht unbedingt vonnöten, sage ich mal, weil das Kind ist so groß und oben guckt keiner rein. Also von daher muss es oben nicht unbedingt beleuchtet sein. Unten leuchtet alles, funktioniert wie gesagt das Gerät mit Münzprüfer und hier auch mit Rechnung und da ist die Mehrwertsteuer ausweisbar. So, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz raus, denn da ist natürlich Besuch und wenn Besuch kommt, dann gehe ich lieber, weil die halt auch ihre Ruhe haben wollen. Auf jeden Fall diese beiden Geräte gehen. Was kommt dafür wieder? In die Ecke vom Drop and Win kommt, wie gesagt, der Hau der Lukas. Von der Kohle, die ich eingenommen habe, von den beiden Geräten, packe ich noch ein bisschen was drauf und kaufe mir dann einen neuen Flipper. So habe ich zwei Flipper mit Insider Connect, die nebeneinander stehen. Heißt, ich habe wieder Abwechslung im Laden und natürlich auch wieder mehr Umsatz und die Kunden sind glücklich. Als nächstes, was ausgetauscht wird, also wer es haben will, kann gerne die Möhre kaufen, kann mir gerne ein Angebot machen und die Möhre, also das Kiddy Ride, fliegt wahrscheinlich dann erstmal nach draußen. Ich habe noch einen Kicker gekauft von Kickerkult. Den werde ich hier in den Laden reinstellen. Und der ist mit Glasabdeckung. Im Nachhinein habe ich gesehen, ein anderer Kollege in YouTube-Videos hatte auch so ein Ding schon in seinem Laden drin. Und Vorteil, man braucht halt keinen Stromanschluss oder irgendwas. Glasplatte ist drüber, die können die Bälle nicht klauen. Ich wollte erst gerne das Gerät von Gauselmann haben. Allerdings ist da keine Glasplatte drauf. Und optisch war da jetzt nicht so der Kracher, muss ich sagen. Obwohl der wahrscheinlich qualitativ schon okay ist. Was kostet so ein Kickertisch mit Mehrwertsteuer und Versand? Ich glaube 1.700 habe ich jetzt bezahlt. Fand ich jetzt nicht so teuer für ein Gerät, was gewerblich genutzt wird. Ja, was kommt für das Kiddy Ride? Ich weiß es noch nicht. Karussell hätte ich wohl gerne. Macht nicht den Umsatz, sieht aber gut aus, wenn es draußen steht vor der Tür. Alternativ, es gibt diese, da setzt man sich rein. Gab es schon mal ein Video auf der Messe von mir, wie ich da drinnen gesessen habe. Setzt du dich halt rein und das Ding dreht sich in eine Runde und geht so ein Mini-Riesenrad, ne? Sidewheel, irgendwie, schreib mal rein, wie das heißt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Und auf jeden Fall, sowas könnte ich mir vorstellen. Nächsten Step dann wird wahrscheinlich draußen. Ich hatte ja erst drinnen geplant, hatte gestern noch mit dem Stefan geredet, der war ja hier, wir haben den Flipper getestet. Auf jeden Fall sagte er, bei den Geräten, die du haben willst, haben wir ein Problem, weil du kriegst du nicht durch die Tür. Die Tür ist wirklich sehr schmal, ich muss wirklich immer darauf achten, auf Deckenhöhe, auf die Türbreite und dementsprechend
muss ich da vorsichtig sein, aber ich überlege mir nochmal, was in den Laden rein könnte. Draußen wäre auf jeden Fall interessant. Es gibt, wie war wo, war wo, was so? Muss ich unbedingt nochmal hin zu so eine Firma, die baut Outdoor-Mini-Bagger und Outdoor-Krane, Kräne, Krane, wo Kinder mit einem Euro halt entweder ein Gewicht bewegen können oder Gewichte aufeinander stapeln können oder halt in Sand baggern können. Finde ich persönlich ganz gut. Muss ich natürlich gucken. Erstmal, die sind, glaube ich, nicht ganz günstig. Allerdings machen die auch einen guten Umsatz, habe ich gehört. Und sie müssen auch lange halten. Was bringt mir was Günstiges, wo dann die Hydraulik nach einem halben Jahr auseinanderfliegt und ich keine Teile bekomme? Deswegen, ich habe gelernt, lieber etwas mehr ausgeben. Made in Germany ist immer noch am besten oder den Händler zumindest in Deutschland zu haben dafür. Und dann hat man im Nachgang weniger Probleme, länger Freude dran und hat auch einen höheren Wiederverkaufswert auf jeden Fall. Auf jeden Fall wäre das schon mal ja, eine super Attraktion für draußen und eine Spielmöglichkeit. Ist natürlich wetterabhängig. Bei Regen wird da keiner drauf sitzen, auch wenn ein Dach drüber ist. Aber ist auf jeden Fall nochmal von außen ein schöner Blickfang. Ihr dürft ja gerne mal reinschreiben, was ihr noch hier reinstellen würdet oder vielleicht umtauschen würdet. Der Airhockey-Tisch habe ich ja schon überlegt, gibt dasselbe nochmal in einem Comic-Modell, mehr so in Schwarz gehalten. Ob ich den jetzt umlackiere oder ob ich den verkaufe und wieder neuen kaufe, weiß ich nicht. Ja, das ist so das, was jetzt hier passieren wird. Kleinanzeigen-Link packe ich euch gerne unten rein, könnt ihr mir ja folgen. Ich hatte einmal zwischenzeitlich gewechselt, ich habe noch einen anderen Account. Konnte mir nicht mal einloggen, Passwort, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder auf meinem alten Account, könnt ihr gerne mal reinschauen. So, jetzt muss ich mal gucken, wenn wir unseren Stammgast, hat eigentlich Hausverbot. Wenn er sich benimmt, ist es ja okay. Aber das Problem ist, der ist viel zu jung eigentlich, dass er allein den ganzen Tag hier rumlungern dürfte. Und eigentlich mehr Mist macht als, ja, schon ein paar Mal versucht, es zu erzählen. Aber bis jetzt hat es nicht geklappt. Ganz komisch, jetzt kam da gerade eine Frau. Wollte reingehen, guckte in die Tür rein und geht wieder raus. Manchmal ist es merkwürdig. Armer Kerl, jetzt habe ich ihn, musste ich ihn verscheuchen. Ich sagte, lass gerne wiederkommen, bringe aber Mama und Papa mit. Der ist einfach zu klein, ne? Der sitzt hier manchmal 3, 4 Stunden. Du bist hier, ich bin schon mittlerweile Freizeitpädagoge. Der kannst ja auch nicht mit dem schimpfen oder so, ne? Das ist ja, muss das ja höflich sagen, du komm gerne wieder, aber mit Mama und Papa, das geht nicht. Also mein Kind dürfte in dem Alter hier nicht so rumrennen, aber jeder hat andere Ansichten, das ist okay. Und ich passe ja auch immer so ein. Ich bin ja eigentlich normalerweise nicht so oft hier. Mittlerweile ja, ich habe ja mein Büro ja eingerichtet. Aber ich bin ja nicht der Erziehungsberechtigte. Ne? Das kann mir das nicht raus. Ich kann das höflich sagen, wie es ist. Oder wenn die sich mal streiten hier, dann muss ich dann auch mal sagen, hey, Schluss, ne? Und ich würde mein Kind niemals so rein, vor allem nicht in dem Alter so rumlaufen lassen. Wenn es mehrere sind und zusammen im Dorf, ja klar, die müssen auch erst Erfahrung sammeln, aber ja. Wie gesagt, ihr könnt ja mal gerne reingucken. eBay-Kleinanzeigen habe ich es drin. Könnt mir auch gerne folgen. Ich habe auch in Düsseldorf noch die Massagesessel stehen. Ich habe leider den Schlüssel da gelassen. Das heißt, ich stecke das Geld rein und nehme es unten wieder raus. Also wer Massagesessel noch gewerblich nutzen will, kann da gerne mal Probe sitzen. Das war's mal kurz ein Update von mir. Euer Onkel Kramer. Ciao.